Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines mit mir, mit dem Björnsen 1 und unserem internationalen Büro. Besucher letzte Woche 7, Touristen letzte Woche 3. In der letzten Folge sieht er nicht schlecht aus, ne? Finde ich schon. Sieht ganz ordentlich aus. In der letzten Folge haben wir einen Flughafen gebaut. Hier ist er. Bediente Passagiere letzte Woche 0. Da landet gerade ein Flieger. Wir kommen genau richtig, aber das wird noch. Das wird noch, Freunde. Da werden noch einige Besucher einsteigen. So, was haben wir hier? Großes Einkaufszentrum. Ja, da geht schon mehr die Post ab. Und hier hinten haben wir den unser Aquarium. Ein Riesenaquarium gebaut. Jetzt natürlich alles ziemlich zentral hier. Aber ganz einfach sage ich mir, das hier wird einfach unser neues Gebiet hier. Und das hier wird unser neues Hightech-Gebiet. Unser, müssen wir gleich nochmal einen Namen geben. So, hier können sie natürlich siedeln. Industrie wird jetzt auch mal so langsam nachgefragt. Das ist schön. Ja, hier haben sie ja Industrie. Und Gebäude, vielleicht machen wir hier Gewerbe. Ja, da haben wir jetzt gerade gar keine Nachfrage mehr. So, ganze Infrastruktur, Gedönse haben wir hier alles gebaut. Auch von Schulen über das ganze andere Krankenhaus, Krematorium und was da noch so alles zugehört. Jetzt wird aber Industrie nachgefragt. Wo wollen wir denn noch ein bisschen Industrie hinsetzen? Wollen wir das hier unten machen, so einen kleinen Industriegürtel? Machen wir gleich. Wie nennen wir denn das Gebiet hier? Und so, lass mal überlegen. Wie wollen wir das nennen? Mal bitte mal den Riesen, das Riesending. So, dich, das Gebiet nennen wir. Es ist ja schon irgendwo. Ist ja schon ein Nobelviertel. Ist ja schon eine Nobelgegend. Finde ich. Also haben wir zumindest so aufgebaut. So. Wir haben hier ein paar Hochhäuser. Wir bauen hier, dann wird das hier Erdbeerpark. Ja, ein Scheißname. Das hier wird unser persönliches Dubai City. So. Wollen wir hier Richtlinien machen? Haben wir jetzt für einen Knopf gedrückt? Nö, keine Richtlinien. Du baust Dubai City. Braucht das nicht. So, mal hier mal einen Tick schneller eine Idee. Und, ach genau, wir hatten doch hier durch die Gebäude, die wir freigeschaltet bzw. gebaut haben, haben wir doch hier das erste Monument bekommen. Den Weltraumlift. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich den Weltraumlift anzusehen. Einen riesigen Zustrom an Touristen, die während des Besuchs auch gerne Geld ausgeben. Wollen wir den hier hinsetzen? Direkt gegenüber vom Flughafen. Ich weiß nicht. Die wiederum auch gerne Geld ausgeben. Dann müssten wir hier auf jeden Fall. Pass auf, ich mache das hier folgendermaßen. Ich gehe hier mal vom so, Gewerbe. Ich gehe hier mal vom ganzen Wohngebiet. Gehe ich hier mal weg. So, Wohngebiet will ich hier unten eigentlich gar nicht haben. Habe ich jetzt gerade mal eben so beschlossen. Also Wohngebiet, nö. Gut, hier können wir eigentlich einen Gürtel lassen. Hier hinten die Cluster, die könnten wir schon mit Wohngebieten. Die hier auch. Ja, das geht schon, ne? Also immerhin haben wir jetzt auch Schulen gebaut. Dann können wir hier schon ein bisschen Wohngebiet können wir hier schon machen. Das ist okay. So, aber hier bitte nicht. Definitiv nein. So, wir haben hier die U-Bahn, wir haben die, gut, Busverbindung sparen wir uns, ja, Zugverbindung spare ich mir auch mal. So, machen wir hier noch Gewerbe. So, Gewerbe. Okay, so, wo wollen wir den hinsetzen? Hier vielleicht? Weißt du was, ich setze den Knall den hier hin. Oder hier, hier. So, und dann mache ich ringsrum jetzt auch nochmal Gewerbe. So. Wahrscheinlich kriegen wir hier ein Verkehrsproblem noch. Da bin ich fest von überzeugt. Ganz fest von überzeugt. Leider Gottes. So, die Stromleitung da, die verläuft da auch eher suboptimal, aber Weltraumlift ist ja geil.
Unterhaltskosten. Boah, der kostet richtig Kohle, aber... Boah, wir haben nur noch 600.000. Egal, Freunde, wir können es uns leisten. Wenn nicht wir, wer dann? Ja, bringt nur aktuell nichts, wenn hier keiner wohnen will. Und wenn hier keiner hinzieht, dann ist das alles suboptimal. Aber egal, das kommt schon, das kommt automatisch. Da mache ich mir keine Gedanken. So, die Flächen da haben wir noch frei. Okay, Industriegebiet. Könnten wir hier unten noch ein bisschen machen? Wenn wir die Straße hier einfach durchziehen und... Was haben wir denn hier gebaut für eine? Ja, die jetzt hier hoch und dann... Ja, hier Züge, ne? Da geht gar nichts mehr. Echt. Das ist doch echt scheiße. Das ist jetzt... Fährt mal einer. Ja, super. Das ist doch echt Dreck hoch 10. Naja. Bringt nichts, wenn ich mich da jetzt noch ein bisschen drüber aufrege, weil... Zu hoch. Weil da tut sich eh nichts. Jetzt fährt er mal und... Eine Lösung habe ich von euch auch noch nicht bekommen, Freunde. Insofern... Muss die Verbindung leider so schrecklich bleiben, wie sie aktuell ist. So. Okay. Dann können wir doch hier eigentlich an dem Gürtel hier mal Industrie hinsetzen. Ne? Ja. Riesennachfrage in der Industrie. Riesennachfrage. So, machen wir hier. Komplett... Vielleicht so bis hier. So, mal hier einen kleinen Industriegürtel hin. So. Ja, bis dahin, das sollte reichen. So, Wasserverbindung mal eben. Zack. 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 So, jetzt haben wir jetzt zwar nur eine kleine Straße. Warum ist denn hier auf einmal so ein riesen Nachfrage? Na ja, okay, die wollen jetzt alle in unsere geile Stadt kommen. Und auf, dann kann ich doch hier nochmal einen nebensetzen. Die wollen jetzt alle in unsere geile Stadt kommen und hier wohnen. So. Dann machen wir dazwischen auch nochmal alles voll. Zack. So. Ja, und eine olle Parkanlage muss da auch wieder rein, ne? Was, ja gut, aber obwohl, ich meine, auch im Industriegebiet sind natürlich Arbeitnehmer, die natürlich auch mal gerne in der Mittagspause, wie auch immer, irgendwas machen möchten. Insofern kann ich das schon verstehen. Ne, ein Hundepark, also mit dem Hund Gassi gehen wollen sie bestimmt nicht. So, machen wir hier mal an beide Enden jeweils. Mal hier mal das. Ein Park mit diesen Tischen und kleiner Spielplatz nicht. Platz mit Bäumen. Machen wir dann mal hier hin. So. Da muss ich, denke ich mal, hier wieder die Wasserversorgung. Jawohl. So, Strom. Muss ich hier wieder rüberziehen. So, dann ist das auch erledigt. Gut. Industrie und Industrie. Wollen wir hier auch einen kleinen Gürtel drum machen? Ähnlich wie da hinten. Was haben die denn da? Hier auch so einen kleinen... Ja, weißt du was, das mache ich. Hier ist eh Bodenverschmutzung schon am Start. Insofern können wir hier ruhig... Ah, das war ein bisschen zu nah jetzt. Also jetzt reicht das nicht von der Fläche, Freunde, die die Gebäude brauchen, um sich auszudehnen, um breit zu machen. So, machen wir hier so einen Gürtel und hier unten... Und wieder irgend so einen komischen Park. Was nehmen wir diesmal? Kleiner Park. Kleinen Park. Ja, vielleicht. Da so. Mittig rein. So, perfekt. So, Industrie. Hier auch bitte nochmal. Ja, die finden jetzt alle meine Stadt so geil auf einmal. Die wollen jetzt alle arbeiten. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. So, zack. So ist das auch geklärt. Und eine Feuerwehr sollten wir hier vielleicht reinsetzen. Irgendwo so eine kleine reicht. Hier neben. Und vielleicht hier hinten. So. Klinik und sowas braucht man nicht. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt haben wir hier auch wieder keine Nachfrage mehr. Da ist, ach, der blöde Park hat keinen Strom.
So. Jetzt hat er Strom. Wasser braucht er auch noch. Mit Sicherheit. Jawohl. So. Alles erledigt. So, Nachfrage nach Industrie sollte damit ja, gedeckt sein. Erstmal, wie ihr seht, tut sich hier auch gerade nicht mehr so viel. Was ist hier? Kriminalität oder? Vielkauf? Was haben die? Kriminalität ist zu hoch. Ja, weißt du was dann? Setze ich dir mal hier eine Polizeistation hin. So. Die sollte das jetzt eigentlich managen. Okay, warum hier hinten? Ich meine, hier hinten brennt es relativ oft, oder? Obwohl es eigentlich gut abgedeckt ist. Wollen wir hier noch so eine kleine Feuerwehrwache hinmachen? Hier oben. Das ist mir nämlich schon öfters aufgefallen, dass hier Gebäude abgefackelt sind. So. Was hast du denn? Du bist, glaube ich, voll oder so, ne? Kein Platz mehr. Leeren? Mehrere Probleme. Gebäude leert sich. Ja, hier brennt es auch oft. Wie sieht es denn generell mit dem Müllkippen aus? Welche sind leer, welche nicht? Oh, schau mal, die sind alle. 84% voll, dann kannst du dich leeren. Oh, okay. Voll, auch leeren. Ist hier denn schon, Krematorium ist daneben. Wie sieht's hier aus? 2911 von 3000. Da müssen wir dich auch mal leeren. Haben wir denn hier so ein Krematorium daneben? Eine Arztpraxis? Eine Feuerwehrwache? Ich glaube, das haben wir hier noch nicht. Dann sollten wir es hier mal eben fix hinbauen. Ein kleines Krematorium. So, dahin. So, und da freuen sich alle. Wie sieht es hier hinten aus? 316 von 3000, das ist okay. Krematorium ist daneben. Hier ist es 97% voll. Das heißt, auch einmal bitte leeren. So, wo sind denn hier die ganzen anderen Mülldeponien? Die hatten wir. 25% voll. Eieiei. So, hier haben wir noch eine. 99%, bitte leeren. Der hat 20 von 3000, das ist okay. Da unten gibt es Wasserprobleme. Ah, den letzten Zipfel, ne? So, weißt du was, ich lass mir die jetzt hier mal eben anzeigen. Die, wo haben wir sie? Gesundheit. So. Und das war jetzt belegt. Dann würde ich jetzt aber ganz gerne aus dem Baumodus rausgehen. Friedhof, 1335. Hier, voll, leeren. Das ist blöd, dass man das immer wieder anklicken muss hier, um dann hier zu klicken. 411. So, nochmal. Zumal, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gehe ich immer auf Müll, wenn ich auf meine Friedhöfe möchte. Keine Ahnung. So, hier unten haben wir noch einen. So, 238 von 3000, das ist okay. Hier unten, hier war unsere ganze Armada. So, der wird geleert, das haben wir. Jo, passt, passt. Verlassene Gebäude. Vielleicht sowieso ganz gern mal eben generell mal kurz in die Zufriedenheit gehen. Weil ich hatte schon mal angekündigt, also wer in meiner Stadt nicht zufrieden ist. Ja, also, ach, guck mal, hier sind noch zwei. Voll, Friedhof, bitte entleeren. Und da auch, voll, auch entleeren. Entleeren ist da ein Krematorium, ist daneben. Hier haben wir, meine ich, hier haben wir auch eins, sehr schön. So, Zufriedenheit. Also, wer wagt es sich in meiner Stadt unzufrieden zu sein? Wer wagt es sich? Hier, weg. Hier, in Köln, natürlich. Weg, weg, weg. So, da hat es wieder gebrannt. So, hier sind sie alle, hier passt es, hier sind sie alle zufrieden. Kein rotes Gebäude, doch. Ja, hier in Downtown SimCity, da haben wir natürlich für alles gesorgt. In Apple City ein kleines, nicht.
doch nicht. Ach, hier ist auch voll. Entleeren bitte. Krematorium ist da, super. So, da haben wir nichts. Da haben wir ein Gebäude. Da. Hier unten. So, hier ist etwas gebrannt. Ja, Freunde, das sieht doch schon gut aus. Ja, ich denke mal, das sind hier immer so diese Eckbüros, die dann da einziehen und sich dann beschweren, dass sie keinen Platz haben, um größer zu werden. Total bescheuert. Das wissen sie doch direkt eigentlich. So. Na. Ja. Hier auch. Gerade ist eingezogen, jetzt schon unzufrieden. Mein Gott. Mein Gott. Aber hier hinten, ne? Schön. Schön wohnen am Flughafen. Warum steht da eigentlich nur Erdbeerpark, Freunde? Ich hab's geändert. Auf was habe ich es nochmal geändert? Wie habe ich das mal genannt? Ah, Dubai. Dubai, warum steht da jetzt nur Erdbeerpark? Dubai City. Enter. Ach, muss ich erst bestätigen? Ja, ja, komm. Man kann auch mal pingelig sein, ne? So, wie viel Einwohner haben wir mittlerweile? Wir haben 88.000. Ey, sehr geil, Freunde, die 100.000 kommen. Sie kommen mit großen Schritten. Und was habt ihr alles für Probleme? So, du hast kein Problem. Ihr habt nicht genügend Arbeiter, ja. Erst wolltet ihr Industrie, jetzt habt ihr Industrie, jetzt fehlen euch Arbeiter. Und ich glaube es gar nicht, die Schienen, ich sehe Schienen. Freunde, ich sehe Schienen und nicht nur Züge. Unglaublich. Wie kommt es, dass die fahren? Na, hier, ab hier fängt es wieder an. Für die nächsten 100 Kilometer der Stau. Naja. Ja. Okay, Freunde, Runde ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sag mal, bis zur nächsten Runde. Bis dahin, euer Beyond 9.